Hallöchen meine lieben Freunde und herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play Dungeon Boss. Ich wurde in letzter Zeit oft gefragt, ob ich davon nicht mal ein Let's Play machen kann, auch schon damals, als ich es angespielt hatte. Vor anderthalb Jahren, ein Dreiviertel Jahren. Ich hatte mir das dann auf die Liste geschrieben, irgendwann vielleicht mal ein Let's Play dazu zu machen, weil immer angespielt war es ganz cool gewesen. Ich habe aber nicht so weit spielen können, dass ich dann irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo ich gesehen habe, das Spiel ist ja doch scheiße. Vielleicht gibt es den Punkt ja auch gar nicht. Deswegen kommt ein Let's Play, um mal ein paar mehr Parts davon zu machen. Und zu gucken, wie denn das so auf Dauer ist. Okay. Hey, du da, Boss. Ja, du. Es wird behauptet, du seist ein Bezwinger. Ich bin so etwas wie deine Muse. Mein Name ist Talia. Nur Bezwinger können an diesem Portal Heroes rekrutieren. Dann gehören sie zu deiner Truppe und danach stehen im dein Kommando. Tippe auf Heldenkommando. Gewöhnliche Gegenstände und Heldenmarken. Heroisches Kommando für 300 Juwelen, seltenere Helden, Held oder Marke garantiert. Und Ehrenkommando, einzigartig Helden und wertvolle Hilfen, Held oder Marke garantiert. Das können so Freundschaftspunkte sein, ne? Sieht das aus. Für Neulinge wie dich haben wir da einen super Rabatt. Gratis. Tippe auf Rekrutieren und lasse die Spiele beginnen. So, wir kriegen einen Helden. Roger Schmetterstein freigeschaltet. Das ist der berühmte Roger Schmetterstein. Wollen wir mal sehen, ob er seinem Ruf gerecht wird. Ob er Steine zerschmettern kann. So. Ja, und dann haben wir hier unseren normalen Ablauf durch Dungeons. Tippe den Gegner an, um zum Angriff überzugehen. Das Knochengestell mit der Axt und dem überheblichen Grinsen. Bam! Getötet. Jetzt sind es zwei Gegner. Alle Helden haben besondere Kampftechniken, die sich wieder aufladen. Wirbelsturm ist einsatzbereit. Tippe auf Wirbelsturm. Wilde Drehattacke auf alle Gegner. Regeneration 6. Was auch immer 6 bedeutet. Bam, bam! Vielleicht 6. Hier unten seht ihr diese ganzen kleinen Knöpfe. Jetzt müsste es theoretisch auf 3 sein. Der rote Kriecher. Noch ein hässliches Skelett. In jedem Dungeon gibt es einen Boss, den Obermacker. Klingt unheilvoll. Auch sind 5 Runden, okay. Na dann, zack. Jetzt müssen es nur noch 4 sein. Genau. Was haben wir hier? Ach, das ist ein normaler Angriff. Und das ist dann halt der Wirbel-Attack. Tot. Getötet. 300, 400 Gold bekommen. Und eine richtig dicke Kiste. Was? Sorry, ich habe gerade nicht aufgepasst. Du hast ihn geschlagen, nicht übel. Hey, schau mal, Zaster. Mann, und 10 Juwelen, cool. Wenn du einen Boss besiegst, erhältst du XP für deine Helden und dein Spielerlevel. Was? Soll mal aufmerksamer sein, die Olle. So, wir kriegen 5 Erfahrung. Tada, man kämpft ja nicht aus Jux und Tollerei. Es geht um Beute und du hast sogar einen XP-Elixier ergattert. So, wir kriegen 5 Erfahrung. Alter, hör auf. 5 Erfahrungen, irgendwas dahinter und 10 Rubine, Juwelen. Die ganzen Helden, die du hier anschleppst, müssen natürlich auch irgendwo wohnen. Wirf doch mal einen Blick darauf. Und 12 Erfahrungen für meinen normalen Helden, den wir natürlich aufleveln können. Hier ist dein neues Quartier. Von hier aus kannst du einen Raubzug starten, den Shop besuchen und andere bezwingermäßige Dinge tun. Lass uns fürs erste Mal deinen Helden unter die Lupe nehmen. Hier sind alle Helden aus Dungeons und dem Portal untergebracht. Wollen wir Rogers Fähigkeit etwas aufpolieren? Das ist Rogers Heldenkarte. Alles, was du über ihn wissen musst, findest du hier. Na dann wollen wir Roger mal das XP-Elixier verabreichen. XP-Elixiere erhältst du, wenn du einen Dungeon abschließt. Sie machen deinen Helden zu stahlharten Burschen. Und da haben wir Level 1 erreicht. Oder auch nicht. Roger Schmetterstein hat jetzt noch mehr Dampf, sofern das möglich ist. Komm, wir schauen mal, was unser gestärkter Roger so drauf hat. Und zwar in der nächsten Schlacht. Tipp auf Raufzug. Irgendwie haben wir gerade kein Level bekommen, habe ich das Gefühl gehabt. Oder es wurde nicht richtig aktualisiert. So, erster Gegner. Level 2 haben wir erreicht. Roger Schmetterstein ist ein Feuerheld. Als solcher eignet er sich besonders für den Kampf gegen Naturhelden. Du weißt schon, die Grünen. Ja, jetzt kriegen wir halt einen Feuer-Damage-Bonus sozusagen. Und Wasser, wahrscheinlich wird es jetzt eine Wassereinheit geben. Ja, war klar. Vorsicht, Wasserhelden teilen extra Schaden gegen Feuerhelden aus. Jetzt werden wir ihn nicht töten, jetzt wird er uns angreifen. Okay, er kann sogar nochmal angreifen. Bam. Nochmal schön 25 Münzen. Und jetzt noch einmal gegen Dungeon Boss, der wird wahrscheinlich wieder Natur sein. Speerspeiser Noob. Nein, 2. Bramble Lurk Wildbeuter. What? Na dann. Schauen wir noch mal, was wir so drauf haben. 193, ihn fast getötet.
Aber interessanterweise leben beide noch. Aua, okay, der macht nur 9 Damage. Getötet. Und da gibt es 25 Münzen. Für jeden eine anscheinend 25 Münzen, die wir killen. Ah, 2 Bossgegner waren schon heftig gewesen. Und auch da nochmal. Oh, ne, da war uns ein bisschen mehr. 325. Wahrscheinlich für den letzten Gegner, den man killt, nochmal 300 Bonus. Ach nee, das war die Kiste. Das hat sich gleich schon aktualisiert mit dazu. War ein bisschen viel. Da brauchst du wohl ein wenig Verstärkung. Lass uns zurück zu deiner Festung gehen. Mit mehr Helden in deinem Team kannst du künftige Herausforderungen meistern. Ah, sei nicht so schüchtern. Auf zum Portal. Eigentlich sollte ich das lassen, aber der nächste ist auch gratis. Sag's nur nicht mal im anderen Boss. Tipp auf heroisches Kommando. Seltenere Helden, Held oder Marke garantiert. Ja, eine etwas stärkere Einheit, die halt ein bisschen wertvoller ist. Weidenkätzchen freigeschaltet. Einen Bogenschützen. Das ist Weidenkätzchen. Sie ist besser als Robin Hood und das mit nur einem Auge. Sehr gut, jetzt haben wir 2 Helden. Wirf mal einen Blick auf Weidenkätzchens Heldenkarte. Okay, immer nur noch 1 Stern. Durch Kampftechnik Upgrades werden deine Helden zu richtigen Hau draufs. Tipp auf die gewünschte Kampftechnik, um sie zu verbessern. Oh, mal Scharfschuss. Sicher, das Kampftechnik-Upgrade kostet Gold. Aber regelmäßige Upgrades lohnen sich. So, hier haben wir Stufe 1 und Stufe 2 macht 4 Schaden mehr. Gut, du lernst wirklich schnell. Deine Helden erreichen das nächste Level nur durch regelmäßige Upgrades. Auch ihre Kampftechniken erreichen so ihr volles Potenzial. Und dann können sie in Dungeons so richtig austeilen. Also in den nächsten Dungeon. Jetzt haben wir die beiden hier. Alle Tränke und Elixiere sind glutenfrei. Köstlich. Bam. Getötet. Warum habe ich auf einmal so viel Gold? 4500. Das ist total geil, wie die rumhüpfen überall. Ja, wer 2 Gegner sein, ja. So, sie ist Natur, ist besser gegen Wasser. Bam, getötet und er ist besser als Natur. Gut, die Standarddinger muss man einfach drauf haben, das kennt man. Hachi, oh, ich bin gegen 2 Dinge allergisch. Frettchen und Drachen. Und hier sind garantiert keine Frettchen. Na, da wird doch wohl ein kleiner Drache hier rumlungern. Wie könnt ihr es wagen? Überhaupt, bla bla bla. Da war auch wieder Text verschwunden. Drache von Balaur. Scharfschuss. Deschantschuss, der den meisten Gegnern Crit zufügt und einen Buff entfernt. Rüstung ist gleichgültig. Piu! Wow, wie geil. So, Wirbeln kommt auch noch dazu. Ich glaube, der tötet uns. Nein. Dauert nur etwas länger. Geht immer schön auf den, gegen den er nicht so gut ist. Schnellfeuer, ein paar mehr Attacks, die allerdings weniger Damage machen. Sollte noch nicht tot sein. Nein. Können wir einen kleinen Scharfschuss raufballern. Ja, komm, Scharfschuss. Sieht total geil aus. 322 Damage Crit. Und zurück in die Lava mit dir, du Ungeheuer. Gewonnen. Okay. Erfahrung. Er ist Level 3 aufgestiegen. Sie ist noch Level 2. Wir kriegen 5 Erfahrung für unser Spielerlevel. 375 Gold und 25 Rubine. Sehr gut. Hey, es gibt neue Missionen. Missionen sind super, wenn du auf bestimmte Beute aus bist. Schau mal wieder nach, auf welche du gehen kannst. Das ging ja wie geschmiert. Du hast deine erste Mission einfach so geschafft. Dann hol dir jetzt deine Belohnung. Rekrutiere 2 Helden, gibt's 15 Edelsteine und 3000 Gold. Personalnovize Nummer 2 sind es 4 Helden. Du bist so begabt, du brauchst mehr Aufgaben. Tippe zum Download auf OK. Aber selbstverständlich mehr Aufgaben hier. Ja, jetzt lädt er erstmal ein paar neue Dateien runter, weil wir das Tutorial abgeschlossen haben. Post-Login. Achso, siehst du, ich muss mit irgendwas noch verbinden. Inhalte werden vorbereitet. Vorhin hat er irgendwie nur so 50, 57 MB runtergeladen. Wir gucken mal, wie viel er jetzt runterladen muss. Immer wieder sehr ätzend sowas. Ich werde mal ganz kurz einen Schnitt machen und sobald ich alles geupdatet habe, wird sicherlich eine Weile dauern. Dann machen wir gleich wieder weiter. Bis gleich, Leute. Gut, hat doch nicht lange gedauert.
Er hat irgendwie gar nichts gehabt, der hat gefühlt. Komm, wir sehen uns den Raubzug mal an. Vielleicht finden wir mehr Dungeons zu plündern. Das hier ist die Karte der bekannten Welt. Plündere alle Dungeons in einer Region, um die nächste freizuschalten. Kapitel 1. Event aktualisieren 5 Stunden. Dieses Banner markiert die Region, in denen du noch nicht alle Dungeons abgeschlossen hast. Welches Banner? Also, auf geräuschlose Jäger. Okay. Empfund ist Level 4. Diese feisten Flederratten greifen zuerst an, es sei denn, du hast flinke Helden. Also würde ich raten, welche mitzunehmen. Sei denn, du stehst auf Skalpbisse. So, ja, mit die Gegner. Die Dumpfbacke wieder. Ich glaube, es ist der Boss, oder? Nimmermampf. Höhlensturz, Flieger, Schnell und Bestie und dann haben wir die Weltfledermaus. Und als Heldenmarken gibt es als Belohnung, glaube ich, Femus und ein Natur Revolar. Was? Natur Evolarve. Okay. Teilnehmen. Wir brauchen 5 Ausdauer anscheinend. Stellt ein Team zusammen. Sind beide angehakt. Okay. Stärke 552. Du kannst 3 Elixiere mit in den Kampf nehmen. Tipp auf Rückzug und okay, um zurückzugehen und welche anzupacken oder auf Abbrechen, um weiterzukämpfen. Möchte ich? Habe ich doch gar nicht. Ups, wo habe ich denn jetzt drauf gedrückt? Okay. Das ist ein bisschen stärker, die Gegner. Da würde ich auch einfach gleich mal... Oh, die sind schneller. Wirbelwind reinhauen. Piu, piu, piu. Beast-Modus, 2 von 20. Oh, der ist noch am Leben. Ist das dein Ernst? Ist immer noch am Leben. Ah! Ich hätte doch ein Elixier mitnehmen. Ah, mal gucken. Und eine dicke Kiste. Und ein wenig Gold und Hämmer. Okay. Wie auch immer. So, dann werden wir erstmal die Dreier, die Level 2er Bestie killen. Oh, schon tot. Haben wohl nicht so viel Leben in der Tat. Ihr seht schon, wie wir die ganzen Missionen hier erfüllen. Die so alle nebenbei zusammenkommen. Bossfight. Den Scharfschuss haben wir noch übrig. Ich hoffe, es ist eine Wasserbestie. Nee, nehmen wir mal vor Wald gewesen. Genau. Das hat man ja schon am grünen Dings gesehen. Am grünen Schein sozusagen. Bäm, gekrittet. Aber ist doch super. Dann kann mein anderer Held jetzt... Oh, der ist schneller. Ist ja nicht so cool. Hey, der hat 2 Augen. Guck mal da. Da sieht man das andere Auge. Reißzahn. Nam, nam, nam. Hier, das andere Auge, da sieht man's. Getötet. Kiste, dankeschön. Da gibt es nochmal ordentlich was dazu. 12 Juwelen gibt es dazu. 4 Erfahrungen wieder. 17 Erfahrungen für unsere Helden. Sehr gut. 13 Hämmer. Du hast Angriff, der Film ist abgeschlossen. Schnapp dir die Prämie. Okay. Ein Hämmerraufzug. Rekrutiere 4 Helden. Kapitel 1. All-Star. Stern. Täglich. Kommen wir aber noch tägliche. Das, was wir täglich machen können. Besiege 5 Fledermäuse, 5 Rubine, 500 Gold, 30 Erfahrung für unser Spielerlevel. Level 2 haben wir erreicht. Wir kriegen 15 an Dingensen und 10 Energie. Und anscheinend haben wir auch von 20 auf 21 maximal Energie sind wir gestiegen. Benutze ein Portal. Achso, das ist das Portal Heldenkommando. Machen wir gleich mal. Kriegen wir anscheinend alle paar Stunden gratis. Wir haben 2x Marken für das Weidenkätzchen gefunden. Wenn wir 20 Marken haben, dann können wir das aufrüsten. 6x ein 100 XP Elixier, 4x ein Lebenselixier und 2x junger Licht-Evo. Substanz, sammle Evos und deine Helden zu evolvieren. Evolviert fast alle Lichthelden. Okay. VIP-Kommando, was ist das hier noch? Ehrenkommando, mal irgendwelche Ehrenpunkte. Oh, Mission abgeschlossen. Benutze ein Portal, sammle beliebige Evos. So, hier gibt es 1000 Gold, ein so ein komisches Elixier. Und hier nochmal 5 Juwelen und 500 Gold, 10 Erfahrung. Level 3 haben wir erreicht. Sehr cool. Ein wenig zu viel Energie, so wie ich das sehe. So, noch nicht Posteingang. Servus, Bezwinger, stürzt sich in den Kampf, wer sein könnte, sammle Helden. Und vergiss nicht, ab und zu mal im Shop nach Spitzenangeboten zu gucken. Danke fürs Spielen. Wird gleich mal gelöscht.
Okay. So, Raubzug, das ist doch aber jetzt was Besonderes gewesen, oder? Oder war das einfach ganz normal? Eine ganz normale Mission. Wir haben doch aber vorhin was anderes gemacht in meinem Dungeon. Nee, okay. Turm. Der Turm des Viertels wird das Spiel Level 28 freischalten. Schau wieder, wenn du so weit bist. Helden. So, hier haben wir noch unsere beiden Weidenkätzchen, ist fast Level 3. Element 30% gegen Wassereinheiten, minus 25% gegen Feuereinheiten. Und es hat die beiden Eigenschaften. Leben für alle Naturhelden um 15 erhöhen. 15% und greift zuerst an. Ah ja, interessant. Wow, hier gibt es aber eine ganze Menge an Stats noch. Sehr cool. Und ihr seht ja die verschiedenen Sternchen, wenn man sie später evolvieren würde. Also wahrscheinlich müssen sie jetzt erstmal... Ich weiß gar nicht, welches Level die jetzt kommen müssen. Müssen wir mal gucken später. Wir können auch theoretisch den Schuss verbessern. Von 74 auf 77 Schaden. Und evolvieren. Ah, hier steht Evolven. Evolviere, um neue Talente freizuschalten. Ausweichschuss und agil. Flinke Füße verleihen eine Chance von 25% Distanzangriffen auszuweichen. Und dafür brauchen wir diese ganzen Evos. Und die gibt es dann theoretisch hier. Den nächsten jungen Natur-Evo gibt es hier. Und den Licht Evo-Larve gibt es da hinten. Und den Roger Schmetterstein, den kann man gleich auch mal verbessern. Er hat... Trifft immer, Gegner können nicht ausweichen und Angriffe mit wachen Waffen verursachen weniger Schaden. Und Techniken können wir beide mal aufrüsten. 3 Schaden mehr und nochmal 3 Schaden mehr. Kostet natürlich ordentlich was. Und hier haben wir 4 Schaden mehr und nochmal 4 Schaden mehr. Aber ich glaube, das ist nützlich. So, gibt natürlich noch viel mehr Helden. Hier seht ihr ja ganz, ganz viele. Die wir uns später sicherlich mal zusammensammeln werden. Aber erst machen wir ganz kurz eine kleine Pause, meine Freunde von Dungeon Boss. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, machen wir ein paar Folgen noch weiter. Und schauen, wie es so abgeht. Bis zum nächsten Mal bei Dungeon Boss. Ciao.